Hallo und herzlich willkommen bei Carrera TV. Christine, wo sind wir denn eigentlich heute hier? Heute in Teilelage bei Ludwigsburg. Jawohl. Neben mir ist die Lore und der Fritz. Fritz, ja. Und Lore, dürfen wir euch mal bei der Arbeit über die Schulter schauen? Ja. Ja, klar. Haben Sie nichts dagegen? Aber vorerst gehen wir mal ins Porsche-Zentrum nach Ulm. Dort wurde das neue Exklusiv- und Equipment-Programm vorgestellt. Mit seinem Exklusiv- und Tequipment-Programm erfüllt Porsche individuelle Kundenwünsche, die über die serienmäßige Ausstattung eines Modells hinausgehen. Beim Kauf eines Neufahrzeugs entscheidet der Kunde, wie einzigartig sein neuer Porsche ausgestattet sein soll. Exklusiv-Fachleute stehen ihm dabei beratend zur Seite. Ein jährlich neu aufgelegter Katalog liefert Inspiration und Orientierung für die individuelle Entscheidung ab Werk. Aber auch ein gebrauchter Porsche kann nachträglich veredelt werden. Dazu bietet das T-Equipment-Programm in den Porsche-Zentren unzählige Ausstattungsvarianten. Stets handelt es sich dabei um Original-Porsche-Zubehör. Zum Thema Exklusiv- und T-Equipment veranstaltet die Porsche Deutschland GmbH von Februar bis April 20 Aktionstage in deutschen Porsche-Zentren. Nicht jedes Porsche-Zentrum hat die Möglichkeit, sagen wir mal, so super ausgestattete Fahrzeuge in Showroom zu stellen, wie ich das gerade mal zeigen darf. Einmal diese Sonnenblende mit zweifarbigem Leder oder diese roten, alles mit roten Nähten, Carbon-Leder-Ausstattung komplett. Und da wollen wir jetzt einfach die Porsche-Zentren unterstützen. Und sie haben die Möglichkeit, Kundeninteressenten einzuladen. Und da hofft man natürlich, dass sich alle inspirieren lassen, ihr Fahrzeug, entweder der Neuwagen mit Exklusiv oder den Gebrauchtwagen nachträglich mit Equipment auszustatten. Hier in Ulm haben rund 150 Kunden und Interessenten an diesem Samstag die Chance genutzt, drei Beispiele besonders exklusiv ausgestatteter Porsche-Modelle zu begutachten. Mit an Bord die Experten von der Exklusiv- und Marketingabteilung, denen die unzähligen technischen Möglichkeiten und optischen Varianten geläufig sind. Im T-Equipment-Katalog gibt es Sportanlagen, also Sportauspuffanlagen, Überrollbügel, Sportsitze, Navigationssysteme, Lautsprecheranlagen und so. Ja, da gibt es eine Menge Dinge, die über T-Equipment zu verkaufen sind. Auch exklusive Ausstattungsanregungen, von der Edelstahlblende bis hin zur sportlichen Carbonabdeckung, können aus dem Katalog ausgewählt werden. Wir haben sehr anspruchsvolle Kunden. Das ist ja das, was ja für uns auch dann dementsprechend umso wichtiger ist, diese Kunden individueller zu betreuen. So ein Katalog ist zwar schön, aber man muss es doch vielleicht anfassen können. Für uns auch interessant, mal neue Produkte kennenzulernen, die wir auch nicht jeden Tag sehen im Original. Man sieht es ja nur auf Kataloge, hat hier einmal die Möglichkeit, das in der Natura zu erleben. Finde ich ganz toll. Was mir hier gefällt, ist die Farbkombination, das Holz und dieses beige Leder sieht nicht schlecht aus. Das macht sich cool. Ich sag mal, ein Porsche kauft man von der Stange, da hat man seine Ansprüche danach und so soll das Auto dann ausgestattet sein. Rund 10.000 Neuwagenkunden haben sich im vergangenen Jahr für eine Sonderausstattung entschieden. Ausgefallene Wünsche in Bezug auf Material und Farbe mit einbezogen. Der Spielraum ist grenzenlos. Es muss natürlich den technischen Vorschriften entsprechen und der Philosophie des Hauses Porsche. Und wenn wir uns in diesem Rahmen bewegen, ist eigentlich fast alles machbar. Auch wenn nicht jeder Porsche-Kunde seinen Sportwagen nach eigenen Vorstellungen um- oder mitgestalten möchte, die Möglichkeit dazu ist jedenfalls schon mal viel wert. Ich denke, dass Porsche serienmäßig relativ gut dasteht. Und natürlich Exklusivgeschichten ist natürlich für die Kunde super. Und jetzt aus dem Teilelager in Ludwigsburg die Nachrichten. Heute mit viel Turbo. Turboresonanz. Der Schnellste unter den Schnellen hat bei den Presseleuten im In- und Ausland einen bärenstarken Eindruck hinterlassen. Schon vor Abschluss der Pressepräsentation im spanischen Carmona waren zahlreiche Artikel in deutschen und internationalen Tageszeitungen und Zeitschriften sowie Fernsehbeiträge zum Spitzenmodell von Porsche erschienen. Dabei war der Turbo nicht selten auf dem Titelblatt. Vom 13. Februar bis zum 9. März haben insgesamt rund 700 Journalisten den neuen Porsche in der Gegend von Sevilla Probe gefahren. Händlerpräsentation. Vom 5. bis zum 31. März lernen rund 500 Mitarbeiter der internationalen Tochtergesellschaften und Importeure sowie etwa 500 Porsche-Verkäufer aus aller Welt den neuen Turbo aus der Nähe kennen.
Im spanischen Jerez haben Sie Gelegenheit zu Testfahrten auf der Rennstrecke und im Straßenverkehr. Darüber hinaus informieren Porsche Vertriebsspezialisten über die Marketingstrategie und das Zubehörprogramm. Messespektakel. Beim Genfer Automobilsalon stand der neue Turbo vom 2. bis zum 12. März im Rampenlicht. Rund 700.000 Besucher zählten die Veranstalter der traditionsreichen Schweizer Messe, die diesem Jahr Geburtstag hatte. Sie wurde 70. Branchenhighlight. Geburtstagslaune auch bei den Veranstaltern der Automobil International in Leipzig. Vom 8. bis zum 16. April laden sie zum 10. Mal zum Autofrühling in die sächsische Großstadt. Erwartet werden rund 500 Aussteller und mehr als 270.000 Besucher aus 70 Ländern. Mit dabei natürlich Porsche und der neue Turbo. Asien. In Hongkong ist ein neuer Porsche Showroom eröffnet worden. Vertriebsvorstand Hans Riedel ließ es sich nicht nehmen, den Startschuss im Hafenbecken persönlich abzufeuern. Die Eröffnungsfeier für das erste Porsche-Zentrum in der ostasiatischen Metropole war gleichzeitig auch die Premierenfeier für den neuen Boxster S. Importeur Jebsen & Co. verkauft seit 45 Jahren Porsche-Sportwagen in Hongkong. Für das laufende Geschäftsjahr ist ein Absatz von 150 Fahrzeugen geplant. Seit neuestem ist Jebsen auch Alleinimporteur für Porsche in China. Ende des Jahres soll dort der erste Porsche-Showroom in Peking eröffnet werden. Neuer Chef Christian Will ist seit dem 1. März Leiter des Cost-Centers Aggregate in Zuffenhausen. Der 35-jährige Diplom-Ingenieur war vorher bei Audi tätig, wo er zuletzt für die V-Motorenfertigung in Ungarn verantwortlich war. Pluspunkt. Das Porsche Bike FS Evolution ist vom Designzentrum Nordrhein-Westfalen mit dem roten Punkt für hohe Designqualität ausgezeichnet worden. Nach dem Porsche Bike R hat damit schon zum zweiten Mal ein Porsche-Fahrrad diesen Preis gewonnen, der jährlich für herausragende Designinnovationen vergeben wird. Abonnementsieger. Die Leser des Automobilmagazins Automotor Sport wählten beim Wettbewerb Die besten Autos 2000 den neuen Porsche Turbo auf Platz 1 in der Kategorie Sportwagen. Damit ist der Turbo zum 11. Mal seit 1977, dem Jahr der ersten Leserwahl, Favorit bei den Lesern. In der Kategorie Bestes Cabriolet erreichte das 911 Cabriolet den ersten Platz. Insgesamt hat schon 22 Mal ein Porsche der 911 Baureihe gewonnen. Super Angebot. Im April bietet Porsche Selection drei silberne Elfer vom Typ 964, 993 und 996 zum Sensationspreis von nur 20 Mark an. Die limitierte Sammelbox mit den drei Modellen im Maßstab 1 zu 87 ist an allen internen Verkaufsstellen erhältlich. Das Teilelager im Werk Ludwigsburg. 11 Mitarbeiter aus der Leonberger Werkstatt für Behinderte haben hier ihren Arbeitsplatz. Die Aufgaben an den Verpackungstischen sind vielfältig. Da werden nicht nur die unterschiedlichsten Fahrzeugkleinteile einzeln eingetütet oder in Kartons verpackt, auch die Artikelbezeichnungen müssen ausgedruckt, abgezählt und zugeordnet werden. Der nächste Auftrag wird am PC entgegengenommen. Und da man sich ja nicht immer auf den Computer verlassen kann, ist auch Gruppenleiter Steffen Falk zur Stelle. Herr Falk, betreuen Sie nur diese Gruppe oder wechselt das immer? Nein, also wir haben hier nur diese Gruppe, die besteht aus 11 Behinderten, welche in der Werkstatt für Behinderte in Leonberg eigentlich angestellt sind. Ich grüße Sie recht herzlich. Kann ich das auch machen? Ja, bestimmt. Zeigen Sie mir es einmal? Ja. Gut, also einmal. Leerer Karton, wird er gefaltet. Und dann so zugemacht, ja. Und dann so zwei Klammern. Nein. Und der da? Nein, erst der da. Warum der zuerst? Dass die Zahl links ist auf der linken Seite. Die Zahl ist links, gut. Kommt nicht so genau drauf an. Jetzt und jetzt einfach drauf schieben. So war knapp. Ja. Aber gut? Ja. So, wunderbar. Schon seit Februar 1990 sind Mitarbeiter aus der Werkstatt in Leonberg bei Porsche beschäftigt. Anfang dieses Jahres feierten sie gemeinsam ihre 10-jährige erfolgreiche Zusammenarbeit. 5 behinderte Mitarbeiter, die seit Beginn der Kooperation für Porsche tätig sind, wurden für ihren langjährigen Einsatz geehrt. Schönen guten Tag, Fritz. Grüß Sie. Fritz, wie lange sind Sie schon da? 10 Jahre. 10 Jahre? Gefällt es Ihnen gut hier? Ja. Ja? Man sieht es an, ein freundlicher Mensch. Tag, Günther. Das sieht nach schwer aus. Ist schwer?
Die Teile sind zwar leicht, sind zwar Kassettenboxen, aber... Und es eilt, habe ich gesehen. Es eilt, ja. Wie schnell muss man denn sein? Man sollte also flott schaffig sein. Etwa 100 Meter entfernt von seinen Werkstattkollegen arbeitet Jörg Richter in der Auslieferung. Er bewältigt seine Aufgaben selbstständig und die Zusammenarbeit zwischen Jörg und den Porsche-Mitarbeitern klappt einwandfrei. Er überprüft Anlieferungen, druckt Lieferscheine und Artikelaufkleber und übergibt dann die Lieferungen an die Verpacker. Wenn Sie jetzt eine Auswahl treffen müssen, wer zum Beispiel hier zu Porsche kommen kann, hier ins Teilelager dort arbeiten, welche Kriterien wenden Sie da an? Da testen wir aus anhand von entsprechenden Testverfahren, wer geeignet ist für die Tätigkeit, wer entsprechendes Leistungsverhalten hat und fragen dann, ob er Lust und Liebe hat, so etwas zu tun. Die Leonberger Werkstatt ist auch Zulieferer für Porsche. Dort arbeiten insgesamt 200 Behinderte. Wir produzieren jetzt die Gasbox und eine sogenannte Kanalplatte mit Kühler für das automatische Getriebe. Können Sie sich noch erinnern, Herr Wurst, wie der Kontakt damals mit der Firma Porsche zustande gekommen ist? Ja, wir arbeiten schon seit gut 25 Jahren mit Porsche in unserer Einrichtung. Und aufgrund dieser Zusammenarbeit kam es auch zustande, dass wir in die Ersatzteilverpackung einsteigen konnten. Die Arbeit in der kleinen Gruppe am Verpackungstisch funktioniert ausgezeichnet. Jeder kennt seine Aufgabe genau. Zusammenarbeiten und sich gut miteinander verstehen ist selbstverständlich. Da wird auch am Wochenende mal eine gemeinsame Rad- oder Wandertour unternommen. Ihr müsst mal Luft rauslassen. Die Luft rauslassen? Weil ich besser so ist. Und so sieht es dann am Ende aus? Ja. Wie lange machst du das schon, Christine? 10 Jahre schon. Und gefällt das einem nach 10 Jahren immer noch? Doch, sehr gut. Nicht nur Christine ist begeistert von ihrer Arbeit hier. Die 11 Mitarbeiter aus Leonberg sind alle auch ein bisschen stolz, bei Porsche zu sein. Oh, sie ist auch weg. jetzt haben wir hier Unruhe gebracht, ins Teilelager hier. Ja, das war's in Carrera TV. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie sagt man im Schwäbischen, wenn man sich verabschiedet? Ade. Ade? Ja. Servus, mach's gut. Amore, amore. Amore, amore, ja. Und? Tschüss, komm mit gut heim. Komm mit gut heim. Bye, bye.